Willkommen zum Teil 4. Ja, kurzer Überblick über Behandlungen und auch ein bisschen was über Medikamente. Im letzten Teil kommt dann die Apotheke nochmal dran. Wenn ihr als Akutpatient, also als akuter Notfall eingeliefert werdet, dann werdet ihr auch entsprechend behandelt, sodass die Vitalfunktionen aufrechterhalten bleiben. Aber das war's dann auch. Ja, ansonsten wird erstmal abgecheckt, ob ihr das überhaupt bezahlen könnt. Es gibt hier kein Sozialsystem, das sagt, ja, wenn ihr es nicht bezahlen kann, dann bezahlen es wir. Was sein könnte, wenn ihr als Weiße in so einer Klinik, in einer Government-Klinik drin seid und keiner weiß was von euch, ihr habt kein Geld, ihr seid nicht ansprechbar, dann kann es euch passieren, dass tatsächlich vom Government die Anleitung kommt, das Government übernimmt die Behandlungskosten, weil wir wollen nicht, dass ein Weißer hier in unserer Klinik verstirbt. Das kann euch passieren, aber eben nur, wenn der Arzt pfiffig genug ist, dort anzurufen an den entsprechenden Stellen. Wenn ihr eingeliefert werdet und noch ansprechbar seid, ja, da muss erstmal Kohle gemacht werden. Ja, es ist dann tatsächlich so, dass irgendein Pfleger kommt, der für euch, dem müsst ihr halt vertrauen, den ihr die Bargeld in die Hand drückt und der für euch das Ganze dann managt. Und wenn der in 1,5-2 Stunden wieder zurück ist, dann könnt ihr tatsächlich mit einer Behandlung rechnen. Aber solange ihr sprechen könnt und ansprechbar seid, seid ihr noch am Leben. Was habe ich denn noch alles? Muss ich mal ein bisschen nachschauen. Was will ich euch noch erzählen? Ja, hier, was hier wunderbar funktioniert, da sind wir in Deutschland ja noch im Urwald, das ist die Digitalisierung. So, und jetzt weiß ich, was gleich ein paar von euch sagen werden. Ja, Digitalisierung ist scheiße. Stimmt, in Deutschland ja. Weil da wird die Digitalisierung dazu benutzt, Leute zu kontrollieren, immer zu wissen, was macht er, ja, vielleicht ein bisschen zu steuern. Hier ist das aber anders in diesem Land. Ja, die Digitalisierung dient einfach dem Zweck, dafür, dass sie da ist. Ja, und das, hier diese Digitalisierung im Gesundheitssystem ist top. Das heißt, jeder Arzt hat sofort Zugriff auf Sachen, die er normalerweise noch nie behandelt hat. Es gibt hier auch nicht dieses, ich bin der Superarzt, ich weiß es. Du nicht. Ja, das gibt es hier nicht. Sondern man spricht miteinander. Also wenn hier ein Ärztekongress stattfindet, das gibt es hier auch in dem Land, wenn der stattfindet, dann reden die miteinander. Das heißt, die tauschen tatsächlich diese Informationen aus und nicht wie bei uns, wo dann irgendein Kongress gehst, da kommt eine Bühne, da stehen dann immer die gleichen 7 führenden Köpfe, die am wenigsten wissen drauf und erklären dann der Menschheit, was für tolle Leistungen sie wieder vollbracht haben, welche super Studien sie wieder durchgeführt haben. Hier ist das ein bisschen anders. Hier reden die Ärzte tatsächlich über die Erkrankung und auch über das Warum und Wie und am wenigsten über Studien, aber eben auch. Und ja, hilft den Patienten hier, glaube ich, wesentlich mehr und deshalb sind die hier auch zum Teil besser ausgebildet, als wir unsere Ärzte in Deutschland hatten oder haben. Auf der anderen Seite Bürokratie, ja richtig, Bürokratie haben wir natürlich ganz groß. Ich weiß nicht, haben es die Deutschen eingeführt, haben es die Engländer eingeführt oder waren es beide. Aber also es gibt hier einen Haufen Korinthenkacker. Vielleicht liegt es auch daran, dass man mal 20 Dollar rüberschieben muss und sagt, kannst du das Korinthenkacken mal kurz aufhören? Und er sagt, ja, jetzt schon. Ja, es kann auch an dem liegen, ich weiß es nicht. Aber es ist schon manchmal sehr bürokratisch, was hier abläuft. Aber gut, damit muss man halt leben. So, dann, wenn ihr hier sowas braucht wie Hilfsmittel, Medikamente. Also Ärzte sind ganz schnell mit Medikamente verschreiben. Und was man wissen muss, also Hilfsmittel, fangen wir erstmal mit Hilfsmitteln an. Brille muss man bezahlen. Kostet Geld. Außer du bist versichert, dann ist die Brille da schon wieder mit drin. Zahnersatz ist hier ganz selten. Ja? Also wenn die in einen europäischen Mund reinschauen, die Zahnärzte, dann kriegen die einen Schock und sagen, ja, so schlecht können die Zähne gar nicht gewesen sein, dass man so viele Füllungen da drin hat. Das gibt es ja gar nicht. Weil Füllungen hier ganz selten. Und jetzt könnte man meinen, ja, hier die Wilden, ne, die haben ja keine Zahnhygiene. Stimmt. Es gibt hier sehr viele, die überhaupt nicht wissen, wie man Zähne putzt und dass man das machen könnte jeden Tag. Das wissen die gar nicht. Aber die haben gute Zähne. Das heißt, entweder, das ist eine reine Schlussfolgerung von mir,
Entweder wir wurden früher schon beschissen, weil ich habe als Kind schon 25 Plumpen gekriegt. Ja, also wurden wir beschissen, weil es irgendjemand bezahlt hat. Oder die haben hier irgendein Wundermittel, warum es nicht so ist. Dass sie nicht dauernd Karies kriegen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, und jetzt zu den Medikamenten. Also es gibt einen, wenn du zum Arzt gehst, es gibt einen Rezeptblock. Und diese Rezeptblöcke haben immer 4 Zeilen. Und jetzt ratet mal, was euch alles, was euch alles verschrieben wird. Nämlich immer 4 Medikamente. Wenn du dir den kleinen Zeh gebrochen hast, dann kriegst du 4 verschiedene Medikamente dafür. Wahrscheinlich ein Schmerzmittel, sowas wie Ibuprofen oder Aspirin. Mit Sicherheit, und das ist immer dabei, ein Breitbandantibiotika. Es ist für alles, also egal was du hast. Ja, wenn du einen viralen Effekt hast, kriegst du auch ein Breitbandantibiotika. Das kriegst du immer und für alles. Das kriegst du bei Malaria, das kriegst du bei was auch immer. Dann ist vielleicht noch ein Antiallergiemittel dabei, sowas wie Cetirizin, Hydrochlorid. Und dann ist mit Sicherheit nochmal ein Hustensaft dabei oder irgendwas in die Richtung. Also du kriegst immer 4 Medikamente verschrieben. Weil da 4 Zeilen drauf sind, sind die der Meinung, die müssen das ausfüllen. Ob das Sinn macht, was du da kriegst? Ich behaupte mal nein. Ein Medikament wahrscheinlich, vielleicht sogar ein zweites, je nachdem was, um was für eine Erkrankung das es geht. Aber du kriegst in der Regel wirklich nur Scheiße aufgeschrieben. So, und wenn du jetzt nicht weißt, was dir eigentlich fehlt und was du machen solltest, ja, dann nimmst du halt alle Mittel. Und dann hast du hier, erzeugst du hier MRGN 1, 2, 3, 4, 5 ganz schnell. Ja, weil mittlerweile gibt es 5. Weil du einfach dieses Antibiotikum dauernd nimmst und für alles. Ja. So, das ist so kurz eine Übersicht über die Behandlung. Das mit den Rezepten finde ich eigentlich ganz wichtig. Das sollte man wissen, dass man nicht alles schluckt, was man hier kriegt. Man sollte sich dann nochmal eine zweite Meinung einholen, wenn es geht. Und dann freue ich mich jetzt auf den letzten, 5. und letzten Teil. Und da unterhalten wir uns nochmal über die Apotheken, wie das funktioniert.